Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Humboldt-Universität zu Berlin und herzlich willkommen zum ersten Prozesstag. Mein Name ist Oliver Günther, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Humboldt-Universität und verantwortlich für dieses Projekt und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Sehr schön, dass wir heute nicht nur den Papst, sondern Sie alle in so großer Anzahl hier in Berlin begrüßen dürfen. Letztes ist mir natürlich noch viel wichtiger als Ersteres. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir vor einigen Jahren in der öffentlichen Verwaltung oder auch in Wirtschaftsunternehmen von Prozessen gesprochen haben, dann dachten viele erstmal an Gerichtsprozesse, vor allem wenn viele Juristen im Raum waren. Wenn viele Techniker im Raum waren, ging es vielleicht auch um Computerprozesse. Aber dass Geschäftsprozesse im Sinne von Abläufen gemeint sein könnten, das kam vor wenigen Jahren eher wenigen in den Sinn. Da hat sich aber in den letzten Jahren, wie Sie wissen, sehr viel getan. Ausgehend, muss man sagen, von der unternehmerischen Welt, wo Geschäftsprozessmanagement seit, ich sage mal, gut 5, vielleicht 10 Jahren massiv Einzug gehalten hat in die betriebliche Realität, ist dieser Funke nun auch übergesprungen in die öffentliche Verwaltung. Und mehr von uns denken darüber nach, wie Prozessmanagement uns allen helfen kann, unsere Arbeit in der Verwaltung, jetzt spreche ich auch als Beamter, unsere Arbeit in der Verwaltung besser zu machen und dem Steuerzahler besser zu dienen und die Mittel des Steuerzahlers besser zu nutzen. Dieser Umschwung ist relativ neu und Sie alle, die Sie hier sitzen, gehören sozusagen zur vorderen Front dieser Bewegung. Aber Sie wissen alle, es gibt gerade auch in der öffentlichen Verwaltung noch viele Kolleginnen und Kollegen, die dieser Prozessorientierung eher skeptisch gegenüberstehen, die eine übertriebene Formalisierung sehen, die sich über die ganze Kosten-Nutzen-Seite nicht klar sind, die Angst haben vor der Transparenz, die diese Prozessorientierung oft mit sich bringt. Dennoch, wir alle sind überzeugt davon, dass es die richtige Richtung ist und ich bin froh, dass wir vor nunmehr 3 Jahren darüber auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Innenministerium gesprochen haben, um zu sehen, wie wir diese Dynamik, die wir aus akademischer Sicht gesehen haben, in der öffentlichen Verwaltung ummünzen können in echte Fortschritte in Richtung einer intensiveren Nutzung von Prozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung. Und wir sind beim Innenministerium auf offene Ohren gestoßen, hatten einige sehr zielführende Diskussionen und waren sehr schnell darüber einig, dass wir hier zusammen ein Projekt aufsetzen wollen. Daraus ist dieses Projekt eine nationale Prozessbibliothek geworden. Ein großer Name für ein Projekt, da werden Sie mir sicherlich zustimmen, aber der Anspruch ist tatsächlich auch groß. Es gab ja schon im Vorfeld verschiedene Bemühungen, hier zu sichten, was an Prozessen in Deutschland auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen verfügbar ist. Aber ich denke, erst jetzt sind wir in der Lage, hier wirklich eine flächenweite Sichtung vorzunehmen und eben im Zuge eines solchen Bibliotheksansatzes zu sammeln und zu ordnen, was an Prozessmodellen bereits verfügbar ist, was angedacht ist und letztlich wie diese Vielfalt an Prozessmodellen, die ja natürlich nicht alle in denselben Formaten und in denselben Sprachen abgelegt sind, wie wir die gemeinsam besser für unsere Arbeit nutzen können. Das ist die Idee dieses Projekts Nationale Prozessbibliothek. Und ich denke, Sie alle werden mir zustimmen, wenn ich sage, bei dem Projekt geht es eigentlich nicht in erster Linie um technische Aspekte. So mancher von Ihnen hat einen technischen Hintergrund, ich selber bin Wirtschaftsinformatiker und dann hat man vielleicht die Neigung, erstmal an die technischen Aspekte zu denken. Aber eigentlich geht es bei diesem Projekt um was ganz anderes. Es geht vielmehr auch um Psychologie. Es geht darum, Begeisterung für das Thema zu wecken und, wie gesagt, die Dynamik, die bei Ihnen schon vorhanden ist, zu nutzen, um auch andere, größere Gruppen davon zu überzeugen, dass hier etwas Wichtiges passiert. Deswegen hatten wir von vornherein darauf geachtet, diesen Community-Gedanken, diesen Gemeinschaftsgedanken auch im Projekt zu verankern. Und letztlich dient dieser heutige Prozesstag natürlich auch dazu, diese Gemeinschaft in dieser Form zu begründen und dann dazu zu nutzen, hier mit unseren Ideen weitere Kreise zu erreichen. Das ist heute der erste
Prozesstag. Die Nachfrage war außerordentlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute volles Haus haben. So mancher von wollte noch teilnehmen, musste dann abgewiesen werden. Also es gab eine enorme Nachfrage nach Teilnahme. Das freut mich sehr und bestätigt mich eben darin, dass diese Idee des Prozessmanagements ganz klar in den Köpfen drin ist. Das Motto unseres Prozesstages ist Wissen teilen und mehren. Heute Vormittag geht es vor allem darum, Wissen zu teilen. Wir haben Podiumsdiskussionen geplant, Sie kennen das Programm. Ich hoffe sehr, dass Sie sich intensiv an diesen Podiumsdiskussionen auch aus dem Publikum heraus beteiligen. Heute Nachmittag geht es dann mehr um das Mehren, also in Workshops geht es darum, Einblicke in Methoden und konkrete vorhandene Ansätze zu nehmen. Passend dazu haben wir hier ja auch draußen, das haben Sie vielleicht gesehen, unseren ersten Prototyp bereits ausgestellt. Nationale Prozessbibliothek zum Anfassen. 5 Laptops stehen da draußen, auf denen Sie mit unserem ersten Prototyp arbeiten können. Und unser Team steht Ihnen hier hilfreich zur Seite. Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Wir haben uns in unseren Absprachen mit dem BMI früh dazu entschlossen, die Veranstaltung kostenlos anzubieten und keine Sponsoren aus der Wirtschaft zuzulassen. Generell ist das Projekt so angelegt, dass wir zumindest in den ersten Jahren ganz klar unter uns bleiben wollen. Nicht etwa, weil wir den Kolleginnen und Kollegen aus der IT-Industrie nicht trauen, aber weil wir erstmal selbst konstatieren wollen, wo wir stehen und welche Handlungsoptionen sich uns ergeben, um dann mit diesen Vorgaben an die Industrie heranzutreten, um zu prüfen, wer uns in welcher Weise wie unterstützen kann. Das hatte ich so auch den vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Industrie kommuniziert, die nach Bekanntgabe dieses Projekts schnell bei mir angerufen haben, wie Sie sich denken können. Aber ich denke, wir sind richtig gefahren, dass wir da erstmal gesagt haben, wir machen das erstmal unter uns. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind.